Seit dem überraschenden Auszug von Cora Schumacher aus der beliebten Reality-Show »Ich bin ein Star, holt mich hier raus«, ranken sich Spekulationen um ihre Entscheidung. Die Zuschauer standen vor einem Rätsel. Was veranlasste die 47-jährige Ex-Rennfahrerin, die bis dahin eine starke Performance zeigte, das Dschungelcamp bereits am dritten Tag zu verlassen? Wie Cora selbst erklärte, hatte ihr Ausstieg gesundheitliche Gründe. Sichtlich atemlos und körperlich angeschlagen, litt sie insbesondere unter dem omnipräsenten Rauch des Lagerfeuers. »Ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man keine Luft kriegt«, erklärte Schumacher im RTL-Interview. Sie verwies zudem auf eine kürzlich überstandene schwere Corona-Infektion. Gegenüber dem Sender sprach sie in einem Video auch über die Theorien der Zuschauer, darunter die Idee, Cora hätte Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnet und habe deshalb das Camp verlassen müssen. Mit heiserer Stimme erklärte sie, »Also, um das ein für alle Mal klarzustellen, scheißegal, über wen oder scheißegal was, ich kann alles sagen, was ich will. Punkt, Ausrufezeichen, Ende«, betonte sie energisch. »Wenn ich nicht einen triftigen Grund hätte und auch noch um 100.000 Euro Gewinn spiele, dann sage ich doch nicht mal eben, ich bin jetzt weg«, fügte sie hinzu. Damit setzt Cora Schumacher den Spekulationen hoffentlich ein für allemal ein Ende.